Ja, also ich bin Alexei, ich bin Auszubildender bei FAPAC als Maschinen- und Anlagenführer im ersten Lehrjahr. Es geht darum, dass man Maschinen wartet und halt Maschinen repariert und umbaut und sie einstellt. Und mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich zurzeit in der Produktion mithelfe. Und das ist so, dass ich an den Maschinen arbeite und die Teile entnehme und in Gitterboxen stecke. Das sind große Maschinen. Ich kenne nur die Abkürzung davon, also K46, K68 oder LTH-Maschinen. Ja, die K46er-Maschinen, die sind ein bisschen kleiner, die K68er, die sind ein bisschen größer und die LTH sind die ganz großen. Die ist so, also hier gibt es eine feste Seite, eine bewegliche Seite. Da wird das halt zusammengeschlossen und an der beweglichen Seite halt ist ein Schlauch angeschlossen, der Materialschlauch. Und ja, das wird halt da reingezogen, das ganze Material, und dadurch entsteht durch Druck, Dampf und so etwas halt, die Teile werden dadurch halt gefertigt. Es ist so, dass ich 2 Wochen arbeite und danach eine Woche Berufsschule ist in Wedding. Also ich habe in der Berufsschule Lernfeld, Englisch, Sozialkunde und Sport. Ja, das sind meine Fächer. Ja, macht mir sehr Spaß. Am meisten macht mir Spaß, dass ich hier in einer Firma bin, wo dieses Klima, ein perfektes Arbeitsklima. Ein perfektes Arbeitsklima macht für mich aus, dass die Leute alle miteinander gut klarkommen und dass es hier Spaß macht zu arbeiten und dass, wenn mal ein Fehler passiert, dass man das nicht sofort rumgemeckert wird, sondern darauf hingewiesen wird und Verbesserungsvorschläge da sind. Also es war so, dass ich hier ein Praktikum gemacht habe und es hat mir halt sehr Spaß gemacht, dass ich hier erneut ein Praktikum gemacht habe und mich dann entschieden habe, mich hier zu bewerben und angenommen wurde. Das war so, dass einfach das schon davor gestimmt hat alles und sie mit mir zufrieden waren. Und ja, aber ich glaube, für den Maschinen- und Anlagenführer braucht man den EBBR oder so. Diese Ausbildung, die geht nur 2 Jahre, keine 3,5 Jahre, also ist eine kurze Ausbildung. Man verdient, so wie ich von denen aus meiner Klasse und von mir so halt gehört habe, so zwischen 800 und 1000 Euro im ersten Lehrjahr. Und danach steigert sich das immer um 100 Euro. Ob was Lustiges passiert? Zum Beispiel, da hat so ein Mitarbeiter hier Pappe geworfen, hat jemand im Gesicht getroffen. Ja, war ziemlich lustig.